den meisten Veranstaltungen, die ich kenne, geht es ja eher um Monologe. Aber ich denke, was bereichernder ist als Monolog, ist ein Dialog. Wo sind die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Antworten sind immer Vergangenheit. Und Fragen generiere ich die Zukunft. Die Bayreuther Dialoge sind eine Initiative von Studierenden, die zum Ziel hatten, nicht nur auf unseren Studiengang aufmerksam zu machen, sondern vor allem auch Themen an der Schnittstelle von Philosophie und Ökonomie einer breiteren Öffentlichkeit verständlich zu machen. Das heißt, Werte im Wirtschaftsleben, wie werden die gelebt, wie werden die umgesetzt? Am Ende ist Wirtschaft ein riesengroßer Teil von Gesellschaft, wird von Menschen gemacht und zu Menschen gehören irgendwie auch die Werte dazu. Da geht es natürlich um die ganz große Frage, wie wollen wir überhaupt leben und was für eine Wirtschaft brauchen wir, um gutes Leben möglich zu machen. Es ist hier sehr schön, dass so unterschiedliche Leute zusammenkommen und ein Problem auch mal genauso dastehen darf, wie es eigentlich ist, nämlich gar nicht so einfach. Die Atmosphäre fand ich sehr besonders, obwohl ich recht viel unterwegs bin an Veranstaltungen und an Unis. Die Leute hier, war so mein Eindruck, haben eine gewisse Vorbildung und haben eine gewisse kritische Haltung auch gegenüber den sogenannten normalen Formen des Wirtschaftens und des Arbeitens. Was ich halt schön finde, ist immer mit den Studenten zusammenzukommen. Ich finde sehr wichtig, dass zwischen diesen gesellschaftlichen Gruppen Dialog herrscht. Ich habe solche Veranstaltungen sehr häufig als die besten eigentlich erlebt, ne? Die wirklich à jour waren, also was die Themen angeht, wirklich aktuell waren und die dann häufig auch den Mut hatten, Leute einzuladen als Referenten, die sich das Establishment, ich verwende immer den alten Begriff, gar nicht getraut hätte, weil die zu schräg gewesen sind. Ich nenne das gerne Wirtschaft-Hacken, weil die Wirtschaft an sich ja jetzt erstmal eher konventionell insgesamt ausgerichtet ist und wir da drin aber schon die Dinge anders machen und das so ein bisschen verbiegen in was Besseres, hoffen wir. Hier kommen auch einfach ganz unterschiedliche Welten zusammen. Also hier ist die progressive soziale Innovationsszene, die sonst sehr stark in Berlin verankert ist. Und die kommt hier zusammen mit vielen Managern aus Konzernen. Und das mischt sich hier auf eine sehr kreative Art und Weise. Und ich glaube auch, das ist ein sehr fruchtbarer Dialog und bereichert beide Seiten und schafft dann auch wiederum Ergebnisse, die vielleicht vorher so keine der beiden Seiten auf dem Schirm hatte. Eigentlich geht es ja ohne Philosophie gar nicht. Unsere ganze Wissenschaft gründet ja in der Philosophie. Das muss immer philosophisch begründet sein. Und dass das hier in Bayreuth so genannt wird, ist schon einmal ein Fortschritt. Ich finde es unheimlich spannend, dass einige Unternehmer da sind, die sich mit solchen Fragen gerade anfangen zu beschäftigen, die wahnsinnig irritiert sind und da aber eine Offenheit mitbringen und sagen, ah, okay. Und die da auch selber nochmal ihre Denkmuster unterbrechen. Beim Abendessen, das ist wirklich ein Dialog war. Die Leute saßen sich gegenüber, man hat gesprochen, man wurde quasi gezwungen, sich so nah miteinander zu unterhalten. Die Vielfalt an Referenten, also die unterschiedlichsten Sichtweisen auf das Thema, geben einem die Möglichkeit, da wirklich nochmal Neues zu erkunden. Ja, und so haben wir hier eine Zusammenstellung von einem Ort, von Menschen und Themen, die meiner Wahrnehmung nach für die Zukunft sehr zielführend sind und auch ihre Auswirkungen auf die nächsten Monate haben werden. Ganz sicher. Ganz toll. Ich denke, wir brauchen mehr Dialoge. Das ist viel einfacher als zu denken. Ha ha ha.